Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Harald, ich will die Huldigung ungern unterbrechen, aber möchte mich jedenfalls den Dankeswünschen anschließen. Wir haben ja die eine oder andere Berichterstattung miteinander geteilt. Es hat immer Freude gemacht, auf dich war Verlass und du hast viel Sachverstand und gesunden Menschenverstand vor allen Dingen mit eingebracht. Hab herzlich Dank dafür. Vor ziemlich genau 10 Jahren, am 14. Juni 2007, wurde auf einer der vielen öffentlichen Veranstaltungen, die es gab, liebe Sigrid Hubbach, zum Freiheits- und Einheitsdenkmal von Dorothee Wilms, ehemaliger Bundesministerin für innerdeutsche Angelegenheiten, Folgendes gefragt. Wer von uns aus der Zeitzeugengeneration könnte jemals die bewegenden Ereignisse und Szenen vergessen, als im Herbst 89 eine wachsende Zahl mutiger Menschen in Ost-Berlin und in vielen Städten der DDR gegen die Allgewalt eines totalitären Staates friedlich demonstrierte. Aber wie ist es heute bei den jungen Menschen? Wissen Sie noch um die Menschenrechtsverletzungen in der DDR und um die Vorgänge in der Zeit der friedlichen Revolution? Oder müssen wir, die Älteren, verstärkt tätig werden, damit diese Ereignisse um den Prozess der Vereinigung Deutschlands in Freiheit im kollektiven Gedächtnis der kommenden Generation lebendig bleiben? Kann da ein Denkmal zu Freiheit und Einheit hilfreich sein? Zitat Ende. Ich meine, die Antwort lautet damals wie heute ja. Und dieses Ja haben wir auch hier im Deutschen Bundestag schon mehrmals ausgesprochen. Am 9. November 2007 hat die große Mehrheit des damaligen Bundestages den Antrag zur Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals beschlossen. Ein Jahr später, am 4. Dezember, haben wir den Standort des Freiheits- und Einheitsdenkmals auf der Berliner Schlossfreiheit beschlossen. Seit April 2011 gibt es nun den Siegerentwurf für dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal. Die Waage mit dem Titel Bürger in Bewegung von Miller und Partner ging aus einem Wettbewerb mit über 900 Entwürfen als Jury-Sieger hervor. Und anders als öffentlich gern ab und an behauptet, ist der Entwurf TÜV geprüft, baureif, barrierefrei und ganztägig wie ganzjährig öffentlich zugänglich. Ich meine persönlich im Übrigen auch vom Künstlerischen her ein gelungener Entwurf, aber das ist ja schon gesagt worden, das kann man sicherlich wie bei allen künstlerischen Denkmalen so oder so sehen. Seit Oktober 2015 gibt es eine mühsam erkämpfte Baugenehmigung. Der Vorwurf einer angeblich mangelnden öffentlichen Diskussion zum Freiheits- und Einheitsdenkmal geht, meine ich, auch ins Leere. Seit 1998 gibt es die Initiative für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal. Es gab zahlreiche bundesweite Veranstaltungen der deutschen Gesellschaft, zwei Wettbewerbe, öffentliche Ausstellung der Entwürfe, viele Sitzungen des Kulturausschusses, 5 Debatten hier im Plenum. Da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass es mangelnde öffentliche Debatte gegeben hat. Es gab leider viele Zeitverzögerungen, vor allem durch einen erheblichen Abstimmungsbedarf mit dem Land Berlin, insbesondere zu Fragen des Denkmalschutzes. Diese Verzögerung hätte es so nicht geben müssen, wenn im Land Berlin das Freiheits- und Einheitsdenkmal zu so etwas wie einer Chefsache gemacht worden wäre, was es offensichtlich nicht war. Ja, es gab Kostensteigerungen von 10 Millionen auf 14,2 Millionen Euro. Das ist aber eben auch nicht die Kostenexplosion, von der hier und da mal gesprochen wird. Und vor allen Dingen sind es keine entwurfsbedingten Mehrkosten, sondern es sind Mehrkosten, die vor allen Dingen durch die Auflagen des Landes Berlin entstanden sind. Die Ursachen reichen von der Wiederentdeckung der wilhelminischen Mosaike bis hin zu den berühmten Fledermäusen im Sockel. Und die Mehrkosten kamen auch nicht plötzlich, sondern bereits im November 2014 hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters uns im Kulturausschuss diese das erste Mal dem Grunde nach angekündigt. Diese Kostensteigerung haben dann die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss, ich will sagen, pflichtgemäß moniert. Für uns als Kulturpolitiker war dies Gebot und Anlass, erneut über das weitere Verfahren zu beraten. Das haben wir im Kultur- und Medienausschuss intensiv getan, das haben wir in den Fraktionen getan. Und das Ergebnis ist der Antrag heute. Der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals darf und wird nicht an der Finanzierung scheitern. Wir wollen bauen. Ich denke, für die allermeisten von uns ist und bleibt die Erinnerung an die friedliche Revolution, an die deutsche Einheit und an alle Freiheitsbestrebungen unserer Nation eine tiefe innere Verpflichtung. Beispielsweise, ja, gerade auch wegen des 17. Juni 1953.
der in Berlin seinen Ausgang nahm, weil wir ja vorhin gerade die Debatte hatten, wo steht so ein Freiheits- und Einheitsdenkmal richtig. Diese erste große Freiheitsbewegung gegen die kommunistische Diktatur wurde von sowjetischen Panzern seinerzeit niedergewalzt. Der 17. Juni 1953 gehört zu unserer Freiheitsgeschichte genauso wie die Ereignisse von 1989. Was ich mir wünsche, ist, dass nachdem wir möglichst bald dann gebaut und eingeweiht haben, dann regelmäßig und vor allen Dingen zu den Jubiläen unsere Kinder und Enkel die Feierlichkeiten miterleben und sich in einer öffentlichen Gedenkstunde am Freiheits- und Einheitsdenkmal mit Gästen aus aller Welt an die glücklichen Stunden der Freiheits- und Einheitsbewegungen erinnern, aber vor allen Dingen auch an das erinnern, was eben die Unfreiheit ausmachte. Es ist Kennzeichen von Diktaturen, geschichtliche Erinnerungen auszulöschen oder zu verfälschen. Lieber Kollege, deshalb achten Sie auf die Zeit. Bin ich bei meinem letzten Satz. Deshalb ist es der Auftrag von Demokratien, sie wachzuhalten. Und deshalb bauen wir dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal. Vielen Dank, Herr Kollege Wanderwitt. Als Nächster hat das Wort Matthias Schmidt für die SPD-Fraktion.